Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Diesmal habe ich das zweite und somit letzte Volume der Serie Noragami. Während ich das Ganze jetzt aus der Folie befreie, mal ein kurzer Hinweis. Auf meinem Blog gibt es einen kleinen Beitrag, den verlinke ich euch mal. Da steht beschrieben, dass es in einem Online-Shop die Blu-ray-Box zu Madoka Magica und den dritten Film zu einem Schrottpreis gibt. Ich kann nicht garantieren, dass es zur Veröffentlichung von dem Video hier dann noch so ist, aber ihr könnt ja mal vorbeischauen. So, wie geht das Ganze jetzt gleich nochmal? Versuchen wir mal so ein bisschen abzubiebeln. Nicht, dass das ein. Ich wollte nicht, dass das einreißt. So, und so. Und hier biebeln wir das auch ab. Ja, erstmal das hier, hier die Rückseite, weil die haben wir hier nicht nochmal. Es sind 145 Minuten, das heißt die letzten 6 Episoden. Und Untertitel sind mit dabei Deutsch und wieder 5 zu 1 Sound auf Deutsch. Der Japanische ist nur 2.0. Ja, hier haben wir das. Ne, da sieht man mal, was aufgedruckt ist und was. Nicht. Hier steht noch irgendwas drauf. Götter machen, was immer sie wollen. Ja. So sieht das dann nochmal so aus. Und hier haben wir das Inlay, was man so aufklappen kann. Hier haben wir die Scheibe. Und da ist noch was dahinter. Ein Bild. Und dann haben wir hier natürlich noch Papierkram und diesmal keine 5 Yen Münze, die ich fast übersehen hätte. KSM Werbung, die standardmäßige, die auch glaube ich schon im letzten Volume mit dabei war. So, da fällt mir gleich runter. Und ein kleines Booklet mit den Charakteren. Kommentare sind mit dabei und ein Episodenguide. Ja, das war's auch schon. Das hat es ja schon gezeigt. Die Serie ist, die erste Staffel ist damit erstmal beendet. KSM hat sich auch bereits schon die Rechte an der zweiten Staffel gesichert. Das heißt, ich denke mal, Mitte, Ende nächsten Jahres wird dann das mal weitergehen mit Noragami. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.